Hey Leute, was geht ab? In diesem Video diskutieren wir mal einmal, welches Auto würde ich mir kaufen, wenn ich mir ein anderes Auto außer den 330i mit den N52 kaufen würde. Das wurde ich jetzt mittlerweile ein paar Mal gefragt und das will ich euch beantworten in diesem Video. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Natürlich, erste Frage ist, was hat man für ein Budget am Start? Und zweite Frage ist natürlich, wie fährt sich das? Man hat natürlich einmal das Liebäugeln auf dem Blatt Papier und mit der Optik und dieses Gefühl, was man so mit dem Auto verbindet. Und man hat natürlich einmal das Fahrgefühl wie zum Beispiel der M2. Also der M2 fährt sich einfach geil und am Anfang mochte ich zum Beispiel das Zweier-Heck nicht, aber das Zweier-Heck beim M2 finde ich nice mit den 4 Auspuffrohren und so. Also das ist so, ne, man kann auch ein Auto durch das Fahren mehr lieben lernen in der Optik. Das ist irgendwie so ein Tick, den ich habe. Vielleicht geht es euch auch so. Wenn ja, kommentiert mal, das würde mich interessieren. Aber wie gesagt, man kennt halt das Auto nicht, man muss eigentlich alles gefahren sein. Favoriten, die ich im Kopf habe, die ich sexy finde, sind zum Beispiel BMW 650 CI, den, ich glaube, E63, also das Coupé, mit 6-Gang Schaltgetriebe natürlich. Selbstverständlich, was dann auch sonst, mit Sportsitzen, Safe mit dabei und Abstandstempomat auch liebend gerne am Start. Sehr seltene Kombi, auch als LCI unfassbar teuer mittlerweile wieder. Also es gab ja diese 645er, gibt es manchmal hinterhergeschmissen, solche abgelutschten Buden für 7000. Und wenn du dann einen anständigen 650 CI LCI haben willst, dann musst du schon gute 20 hinlegen. Also so um die 20 drunter kommst du eigentlich gar nicht weg damit. Wenn man jetzt auch keine 300.000 Kilometer will, sondern irgendwas so um die 100, gerade 100 geknackt oder sowas. Alternativ sehr sexy E46 M3, gefällt mir auch immer noch richtig gut, Schaltgetriebe selbstverständlich, versteht sich immer von selber. Einfach weil, ich bin ihn nie gefahren, er interessiert mich aber einfach. Das Auto ist einfach nochmal ein bisschen, noch ein reinrassiger Sauger als das Ding hier und der ist eigentlich echt ganz nice. Aber wie gesagt, müsste ich mal fahren, weiß ich nicht. Dann, was finde ich noch sehr sexy, 135i, einfach weil ich das Konzept mag. Kleines Auto, ein bisschen mehr Bums drin. Kommt ja sehr ähnlich den M2, ist aber dafür ein bisschen preisgünstiger. Dagegen übergestellt, aber wenn man dann mit dem sich einen 135i holt, ist echt schwer einen guten zu kriegen. Schalter selten wieder mal. Und die meisten sind halt alle schon getuned gewesen. Also wenn, vor allem, wenn man N54 will, da kannst du sicher sein, dass da irgendwas schon mal dran war, dass es eine Seltenheit, so einen zu kriegen, der halt nicht schon mal gebaut worden ist oder verbaut worden ist oder an dem geschraubt worden ist. Von daher, ja, was macht man? Natürlich auch Kostenunterhalt, so wenn die Injektoren, Hochdruckpumpe, was dann noch standardmäßig, Direktanspritzer ist das ja, also Hochdruckpumpe, Injektoren, hat doch jemanden gerade heute geschrieben, was da alles wichtig ist. Egal, auf jeden Fall gibt es so eine kleine Liste, die halt immer Probleme bei dem Auto halt machen kann. Und das ist halt ein bisschen ungeil. Also das heißt, man muss immer ein bisschen was im Petto haben. Wenn man N54 haben will, das ist einfach so bei dem Ding N55 ein bisschen anders, aber weniger Tuning-Potenzial, so geht das Ganze immer hin und her. Trotzdem finde ich noch sehr geil. In der Liste fehlt natürlich auch BMW M3 E90, E90 Facelift in dem Fall. Wobei ich mittlerweile auch das Heck von dem Auto fast schöner finde als LCI. Mittlerweile, am Anfang bin ich so krass auf das LCI-Heck abgegangen. Mittlerweile liebe ich das Heck hier auch derbe. Also es kann sich auch irgendwie immer wieder ändern. Das Design und die Augen sehen es auch immer wieder mal anders. Ja, das einmal dazu. Und natürlich für die... Wenn man richtige zweite Bude haben will, zum Spaß haben und sich auskennt oder genug Geld hat, wäre einfach ein BMW M5 V10 mit Schaltgetriebe. Also heißt Import aus den USA, das Land mit den meisten Automatikautos, hat einen Schalter bekommen natürlich von BMW, da macht es am meisten Sinn. Also ich habe letztens mal geguckt, gab es so ein Ding schon importiert und zugelassen und alles, kostet aber geflockig 36.000, also ne, für einen M5 mit Schalter importiert aus USA. Ja, Baustelle in 500 Metern. Wenn man sich gerne mal gönnen, muss man wissen, worauf man sich einlässt. Halt, ne? Ganz klar, ein M5 ist ein M5, aber das Ding wird mich auch noch mal richtig kicken. Aber das ist wieder ein ganz anderes Konzept. Das ist eigentlich so die Konzeptfrage, die man hat.
BMW M2, absolut geiles Auto, als Schalter auch voll mein Ding. Wenn man sich sogar noch die Krönung geben will, dann halt Richtung CS oder sowas, also mit dem S55 Motor als Schalter. Baustelle M3, in 100 Metern. Schalter auch sehr sexy mit dem 410 PS und so, gefällt mir auch einfach derbe gut, aber hier Quanta Questa, wisst ihr Bescheid, also muss man halt das passende Kapital überhaben, um sich so ein Ding halt vor die Tür zu stellen oder je nachdem irgendwie finanzieren oder leasen, aber wie auch immer. So, das sind so ein paar Dinge, die ich ganz interessant finde. Trotz allem ein Auto, was mir auch gut gefällt, einfach weil ich es auch gefahren bin, ist zum Beispiel der Jaguar XES. Das ist das, also der XES-Modell. Da ist ein V6-Kompressor drauf, 3 Liter. Gibt es nur als Automatik wieder, das fand ich nicht so geil, aber das Ding fuhr sich echt kompakt. Also der hat die Vorderachse vom F-Type und fährt sich echt kompakt und hat eine Menge Spaß gemacht mit seinen 340 PS und wäre, wenn es nur Automatik geben würde, meiner Meinung nach ein 330i vom Fahrgefühl her vorzuziehen. Das ist schon eine Ansage. Hat mir extrem gut gefallen, das Auto. Und so ein bisschen Exot. Baustelle in 100 Metern. Nicht zu vergessen, finde ich noch sehr sexy, Jaguar XK oder XKR, so ein als Coupé oder als Cabrio. Das wäre aber dann wieder eine Konzeptfrage. Also so 6er Cabrio, XK, XKR sind halt solche Cabrio-Coupé-Buden, einfach so ein bisschen schwerer und dicker, 135i M2, klein, kompakt, sportlich, viel Bums. Da finde ich auch ein 140i derb interessant, obwohl das Ding eigentlich nicht gut aussieht in meinen Augen. Also ich finde den nicht so hübsch. Da finde ich den 130i vorher hübscher. Aber das ist halt so eine Hatchback-Frage. Aber dann das Konzept ist wieder das vorne stehende. E46 M3, da habe ich noch vergessen, Z4 M, der alte, auch mit dem Sauger-Sechszylinder. Auch ein sehr geiles Ding. Gefällt mir auch sehr gut. Natürlich muss man die ganzen Kisten mal fahren. Auch die Dinger sind hart rar. Und ja, konzeptfragenmäßig natürlich dann auch. Wenn nichts klemmt und alles, wäre auch ganz geil, ein F02 67 Li, einfach so eine völlige Ballerbude und dann irgendwie nice einen irgendwie Auspuff drunter, sowas von Acra oder ob es da sowas gibt und dann einfach mal V12 Biturbo und dann ja, einfach mal auf sinnfrei so eine dicke Kiste mit Leistung fahren. Das sind so ein paar Sachen, natürlich kann man da gedanklich voll freidrehen und ja, was wäre jetzt die Wahl? Keine Ahnung. Muss ich erstmal fahren. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, vom Prinzip her aktueller M3-Schalter oder eigentlich noch viel lieber BMW M2 CS, auch als Schalter logischerweise. Die Dinger, boah, ultra krass. Aber, und noch schwer zu kriegen, würde ich sagen. Aber die Dinger, die feiere ich gerade von BMW am meisten. Also auch mehr als so ein M8 oder sowas oder aktuell ein 5er, wobei der M5 CS auch echt King ist. Also habt ihr ihn zwar noch nicht live gesehen, die Fotos und die Präsentation und so, echt die erste Sahne, das Auto ist brutal heftig. Aber dann wieder Konzeptfrage, halt ein dicker Ballermann mit ordentlich Bums, da ist glaube ich in M2 CS wieder noch ganz anders zu fahren als den M5 CS, aber beides King Autos. Ich hoffe, das hat euch interessiert, mal ein bisschen mit mir darüber zu schnacken, welche Autos mich interessieren, abgesehen von meinem 330i oder was in Frage käme, wenn ich mir was kaufen wollen würde. Und ansonsten hoffe ich, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und bis bald. Peace.